Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 mit dem FC Bayern München. Heute nächstes Topspiel, der dritte Spieltag steht an, und zwar müssen wir heute gegen Bayer Leverkusen ran, und das wird auf jeden Fall ein tolles Spiel. Wir können mal ganz kurz auf die Tabelle schauen, wobei, ja, wie gesagt, die ist noch nicht so aussagekräftig. Vorne zwei Teams haben bis jetzt beide Spiele gewonnen, Hoffenheim und Dortmund. Die Bayern auch mit 4 Punkten auf Platz 5 momentan. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben auch ein heftiges Anfangsprogramm. Also wir hatten jetzt Leipzig, dann hatten wir Gladbach, heute Leverkusen und beim nächsten Mal dann der BVB. Und dann sind wir schon, oh, Champions League geht los. Champions League-Auslosung war, und wir sind in der Gruppe, ja, machbar, gegen Moskau, Neapel und Monaco. Aber ich würde sagen, die Gruppen schauen wir uns nach dem Spiel alle an. Noch eine kleine Frage am Rand. Meine Jobsicherheit ist momentan nur auf 68. Könnt ihr mir sagen, woran das liegt? Wäre immer echt interessant. So, jetzt legen wir auf jeden Fall los. Wir schauen mal auf die Aufstellung der beiden Teams. Also die Bayern heute wieder mit dem 4-2-4-System. Vorne Lewandowski und Choupo-Moting, Sané und Coman auf dem Flügel, Goretzka und Brozovic im Mittelfeld, und hinten haben wir Davis, Upamecano, Hernandez und Benjamin Pavard, und im Tor Manuel Neuer. So, auf der anderen Seite bei Leverkusen Schick vorne, Diaby, Demir bei Aranguiz, Palacios und Amiri im Mittelfeld, und hinten haben wir Goulam, Hummels, Trippier und Radetzky. So, und dann gehen wir rein in den zweiten, in den dritten Spieltag, sorry. Und ja, ich bin gespannt, was heute passieren wird. Weil die Bayern, ich weiß nicht, die sind noch nicht hundertprozentig drin in dieser Saison. Lewandowski schon, zwei Bundesligaspiele, zwei Tore, so wie wir es von ihm gewohnt sind. Und, aber das waren halt die einzigen Tore. Also bis jetzt ist sonst in dieser Saison toremäßig nicht allzu viel passiert. Mal schauen, ob sich das hier heute ändert. Also, die Bayern zu Hause gegen Leverkusen. Top-Spiel am dritten Spieltag. Ja, die ganzen Top-Spiele sind in den ersten vier Spieltagen für die Bayern in dieser Saison. Aber dann haben sie zumindest die großen Brocken für die Hinrunde erstmal hinter sich und können gegen die vermeintlich kleineren Gegner dann die wichtigen Punkte holen. Und vor allem natürlich die vielen Punkte. So, hier sehen wir beide, ja, Lewandowski und Patrick Schick, beide gute Form. Mal schauen, ob einer von beiden heute treffen kann. So, jetzt geht's los, Anstoß gibt's für die Bayern, und damit läuft der dritte Spieltag, die Bayern gegen Leverkusen. Und oh, heftiger Fehlpass hier fast schon von Leon Goretzka, und Leverkusen direkt im Umschaltspiel. Das hatte Goretzka, glaube ich, so nicht gedacht. Und jetzt kommt die Grätsche von Upamecano, und das ist eine starke Grätsche gewesen. So, und jetzt die beiden über Goretzka. Außen geht Sané. Lewandowski läuft mittig mit, bekommt jetzt die Kugel. So, und da startet Erik Maxim Choupo-Moting, und er bekommt den ersten Abschluss. Choupo-Moting mit dem ersten Schuss. Radetzky ist zur Stelle. Gut gespielt. Der hätte vielleicht nur ein bisschen laufen können, Choupo-Moting. Aber Eckball gibt es trotzdem für die Bayern. So, der kommt von Sané in die Mitte. Da ist Upamecano bereit. Bekommt aber den Ball nicht. Choupo-Moting rennt und holt sie die Kugel. So, Alfonso Davis sieht ganz vorne Leroy Sané, nicht im Abseits, wichtig. Und Sané auf dem Weg Richtung 16er, spielt ab, und da ist Goretzka. So, da ist Lewandowski, dreht sie einmal, Robert Lewandowski probiert es dann, und wieder Radetzky. Also die Bayern schießen sich in den ersten 10 Minuten schon mal ordentlich warm. Radetzky wieder zur Stelle, strammer Abschluss von Lewandowski. Aber den hat er da, Radetzky. So, Ecke, Kingsley Coman. Kommt gut rein, bringt wieder keinen Abschluss. Aber Leroy Sané nicht im Abseits, direkt im Cesar Sané mit der Hereingabe. Und wieder keiner da. Und jetzt Achtung, jetzt könnte Leverkusen ein bisschen kontern. Aber Amiri wird das schon von Hernandez abgelaufen. Aber trotzdem, Leverkusen bleibt im Ballbesitz und immer noch im Angriff. Aber jetzt gut gestört hier, und erst mal den Ball direkt nach vorne zu Choupo-Moting. So, und da startet Lewandowski, wo hätte eigentlich den Pass bekommen sollen. Oh, und Lewandowski schmeißt ja rein. Und Hummel ist am Ball. So, da ist Goulam. Wird hier nicht wirklich attackiert. Hoher Pass in die Mitte. Leverkusen bleibt am Drücker. Da ist Diaby. Demir bei. Was geht nach vorne? Hosch, da ist ein Upamecano nicht gut gestanden. Die Chance, und oh, in letzter Sekunde hat der Upamecano noch den Stürmer, ja, energisch gestört. Das war ein bisschen Glück. So, jetzt Leroy Sané zu Choupo-Moting. Oh, das ist natürlich ein ganz leichtfertiger Ballverlust. Und Leverkusen spielt jetzt ganz gut mit. Und hier schön von Hernandez. Na, war ein Foulspiel. Schade, ich habe gerade gedacht, es wäre ein fairer Zweikampf gewesen, aber war ein klares Foulspiel, Freistoß.
für Leverkusen. So, Ball fliegt in die Mitte rein, Kopfball ist gut und Neuer hat ihn. Neuer zum ersten Mal gefordert. 25. Minute, erste dicke Chance für Leverkusen. Schön geflippt und Neuer ist da. So, Ecke jetzt für Leverkusen, schnell ausgeführt. Ja, jetzt ein bisschen Kuddelmuddel da, Leroy ist daneben, Kopfball und dann ist wieder Neuer zur Stelle. Und dann können sie die Bayern über Goretzka dann doch befreien. So. Und jetzt können ja die Bayern vielleicht schnell umstellen, wobei die Abwehr bei den Leverkusen schon gut steht. Aber ganz unten ist Kingsley, komm mal. Schnell genug, komm mal, setz hier im Lauf. Wahnsinn, Kingsley, komm mal. Und den macht er. Die Bayern führen. 29 Minuten sind rum in München. Und es ist Kingsley, komm mal, der hier die Bayern mit 1:0 in Führung bringt. Klasse gespielt. Und wie Coman dann den Verteidiger vernascht hat. Wahnsinn. Da überrennt er einfach mal den Verteidiger und luchst ihm hier den Ball ab. Da hat er total gepennt. Wer war es denn überhaupt? Die Nummer 6, ich sehe es jetzt gerade nicht. Goulam, die Schlafmütze heute. Und ja, Radetzky, bei dem Schuss war er relativ chancenlos. Und die Bayern führen mit 1:0. Kingsley Coman bringt die Bayern in Führung und Coman damit mit seinem ersten Saisontor und das ist natürlich ein wichtiges Tor für die Bayern heute. Die, ja, wie gesagt, ein bisschen holprig in die Bundesliga-Saison bis jetzt gestartet sind an den ersten zwei Spieltagen. Klar, zwei Spiele, von 6 Punkten haben sie 4 geholt, hört sich jetzt nicht so schlecht an, aber trotzdem. Man erwartet sich natürlich in München von 6 Punkten, dass man auch 6 Punkte holt. So, aber jetzt geht es schon weiter, Leverkusen am Ball. Die wollen natürlich antworten. Da ist Amiri. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, die Chance. Und dann glücklicherweise legt er den Ball nochmal zum Mitspieler. Und dann macht das Neuer stark und Brozovic kommt. So, Brozovic bekommt erstmal viel Platz. Kingsley Coman jetzt am Ball und die Bayern haben wieder Platz. So, da läuft Lewandowski zu Choupo-Moting. Oh, schöner Spielzug. Aber dann Choupo-Moting vielleicht ein bisschen überhastet, wer weiß. Hätte er vielleicht mehr draus machen können. Zur Ecke über Kingsley Coman kommt rein. Der kommt gut rein, aber wieder kein Abschluss bei den Bayern. Also in der Eckbahn sind wir auch in dieser Saison bis jetzt sehr, sehr harmlos. So, und jetzt Achtung, Konterchance für Leverkusen. Amiri verfolgt von Davis jetzt. Oh, das war ein bisschen energisch von der. Und dann, oh, da will er die Grätsche machen. Die gelingt ihm nicht. Und jetzt wird es natürlich interessant. Leverkusen am 16er, Upamecano dazwischen, das macht Upamecano stark, sehr stark gemacht. So, Choupo-Moting am Ball. Und da startet Lewandowski. So, die Chance für Robert Lewandowski, aber na, da kommt er nicht vorbei. Oh, da war noch ein kleiner Schubser von Lewandowski, war ein bisschen unschön. So, erste Halbzeit müsste eigentlich vorbei sein. Gibt es den Angriff noch? Oh, Foulspiel. Foulspiel von Brozovic war es. Nochmal Freistoß für Leverkusen. Nachspielzeit ist eigentlich schon durch. Trotzdem, Freistoß fliegt nochmal aufs Bayern-Tor. Kopfball auch, aber Neuer hat ihn. Und damit geht es rein in die Halbzeitpause. Also das ist ein schön ansehnliches Spiel. Die Bayern führen 1:0 gegen Leverkusen. Er bis jetzt der goldene Torschütze. 1:0 durch Kingsley Coman. Und ja, mal schauen, was wir dann in der zweiten Halbzeit alles zu sehen bekommen. Also Torchancen hatte Leverkusen schon auch. Die hatten auch dicke Chancen. Und hätten auch hier ein Tor machen können. Haben es nicht geschafft. Die Bayern sind zufrieden. Führen mit 1:0. Aber es ist ein knappes Ergebnis. Muss man natürlich immer vor Augen halten. Und Lewandowski ist schon bis hier am Ende. Werde ich wahrscheinlich bald auswechseln. So, jetzt geht's weiter in München. Zweite Halbzeit zwischen den Bayern und Leverkusen läuft. Und rein geht's also. Ja, mal schauen. Findet Leverkusen den Schlüssel zum Bayern-Tor oder machen die Bayern das 2:0? Das ist jetzt natürlich die Frage. Erstmal Fehlpass hier, Coman passt gut auf. Hält hier erstmal auf Nummer sicher den Ball und abgezogen. Brozovic, auch einer der vielen Neuzugänge bei den Bayern. Ja, die Bayern haben das Team schon ordentlich umgekrempelt. So, unten jetzt Sané. Leroy Sané zieht da mit Highspeed rein. Ist er Leroy Sané und der ist drin. Und der ist drin und es steht 2:0 für die Bayern. Heute sind es die Flügelspieler, die den Bayern bis jetzt die Tore schenken. Auf der einen Seite Kingsley Coman, auf der anderen Seite Leroy Sané. Ja, stark gemacht. Sané passt dann nicht zu Lewandowski. Er zieht selber nochmal das Tempo an, setzt sich im Laufduell durch.
Und Les Radetzky, ja, den haut er sauber rein. Den haut er sauber rein. Und die Bayern mit dem 2:0. Sané, sein erstes Tor in dieser Saison auf 52. Minute. Ja, viele fragen sich immer, warum ich Sané überhaupt in die Startformation bringe. Weil in Wirklichkeit ist er nicht so gut. Aber im Spiel hat er halt einfach eine krasse 90. Und ja, da geht er ordentlich ab. So, also das war's. 2:0 für die Bayern. Klar, gegessen ist hier noch lange nichts. Aber natürlich schon ein deutlicher Fingerzeig Richtung 3 Punkte. So, und da ist Trippier. Weiter geht's zu Palacios. Wieder zurück zu Trippier. Jetzt muss natürlich Leverkusen ein bisschen suchen. Da ist Schick. Heute bis jetzt noch sehr unauffällig. Hat im letzten Spiel einen Doppelpack gemacht. Die Bayern stehen auch hin gut. Upamecano probiert es dann. Bleibt aber nicht Gewinner im Zweikampf. So, und das ist stark. Das ist sehr stark. Das ist sehr stark. Da kommt, und dann der Fehlpass. Da lässt er drei Bayern-Spieler aussteigen und holt sie auch hier wieder den Ball. Wer ist denn das? Diaby. Ja, was ist denn das für ein Tier? Also gerade mit einer unglaublichen Szene lässt er drei Bayern-Spieler aussteigen und dann einen Fehlpass. Wo ihn eigentlich selber reinmachen hätte können, möglicherweise. So, Leverkusen wird jetzt mutig. Hat die Chance um Neues da. Hui, durchatmen. Neues da. So, Leverkusen wechselt. Demir bei geht runter. Und die Bayern werden auch wechseln. Und zwar tun wir Lewandowski runter. Und für ihn kommt Müller. Außerdem bringen wir Goretzka schon bis hier am Ende. Da bringen wir Kimmich. Und ich bin am überlegen, was wir sonst noch machen können. Benjamin Pavard tun wir runter. Und da kommt Angelino. Genau. Und so würde ich sagen, machen wir da weiter, weil das Spiel sollte hoffentlicherweise durch sein. So, also Wechsel bei den Bayern. Eckball Leverkusen. So, Aranguiz bringt die gut rein. Neuer muss ran, Neuer ist dran. Ganz, ganz wichtig. Oh, der war brandgefährlich. Der war wirklich brandgefährlich. Und nicht, weil er von Julian Brandt kam. So, jetzt Sané auf den Weg nach vorne. Da sind Choupo-Moting und Müller mit dabei. Sané will den, glaube ich, selber machen. Hat dann das Auge in der Mitte. Choupo-Moting und die Bayern führen mit 3:0. Erik Maxim Choupo-Moting und die Bayern führen mit 3:0 und machen, so wie es aussieht, den Deckel drauf. Klar, stark gemacht von Sané, powert sie hier nochmal aus und hat dann das Auge. Müller springt da hoch, hätte natürlich auch Müller, glaube ich, machen können. Aber der springt hoch und lässt hier Choupo-Moting den Vortritt. Die Bayern führen mit 3:0, klasse Konter nach dem Eckball. Und damit steht es 3:0 und damit sollte das Ding hier und heute gegessen werden. Erstes Tor von Erik Maxim Choupo-Moting, 69. Minute. Ja, klasse gemacht, würden wir dazu sagen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Klar, 3:0, 20 Minuten noch zu spielen. Sieht es nicht so volksversprechend aus für Leverkusen. Aber der kommt schon wieder, der Diaby. Das ist ja ein Tier. Das ist ja der Wahnsinn. Oh ja, was macht denn der dahin? Also krass, wie der abgeht. Gut, dass der vorher im Spiel nicht so präsent war, aber die Bayern jetzt natürlich mit einem Konter nach dem anderen. Da ist wieder Choupo-Moting, der sieht Müller und das könnte das 4:0 sein. Das ist das 4:0. Ja, die Bayern jetzt eiskalt. 4:0, Thomas Müller, 75. Minute. Jetzt wird es natürlich eine Nummer zu hoch, aber Leverkusen ist halt hinten auch komplett offen. Also komplett offen. Hier sehen wir es. Da muss Müller nur in den freien Raum laufen. Genau dahin. Choupo-Moting sitzt wie im Training, kann man eigentlich schon fast sagen. Wie im Training und Müller dann eiskalt vor dem Tor. Mit dem 4:0. Und es ist auch noch eine Viertelstunde zu spielen. Und auch sein erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison. Thomas Müller, 75. Minute. Und da sind sie, die Bayern. Aus der letzten Saison, würde ich mal sagen. Klar. Die ersten zwei Spiele waren okay. Heute ein gutes Spiel. Und auch mal wieder torreich. So wie wir die Bayern in der letzten Saison auch immer wieder gesehen haben. So, Amiri am Ball. Da war Kamara, wieder Amiri. Leverkusen gibt natürlich nicht auf, aber ja, die dürfen natürlich hinten jetzt nicht zu aufmachen. Weil sonst fallen hier noch ein paar Gegentore. Aber jetzt mal die Chance vielleicht. Gut gespielt, da ist Schick. Oh, Hernandez, wichtiger Zweikampf. So, und ab nach unten, da ist Leroy Sané. Schön mitgenommen, den Ball. Sané, außen nochmal Davis. Der geht auch jetzt mal mit nach vorne. Und schon wieder Torgefahr. Und schon sind wieder Choupo-Moting und Müller in der Mitte. Und
Alphonso Davies mit dem hohen Ball zu Kingsley Coman. Ach, schade. Und da waren zu viele Spiele im Weg. Sonst hätte das womöglich das 5:0 sein können. So, Schick ist rausgegangen. Die Bayern bekommen den Einwurf. Da ist Angelino. Der ist natürlich noch frisch. Friert aber den Ball gegen Ghoulam. Und jetzt Amiri. Oh, stark von Kimmich. Bei den Bayern gelingt aber gerade auch alles. So, nächste Chance für Thomas Müller. Müller. Boah. Stark gemacht. Stark gemacht. Und dann will er den anschneiden, aber da schneidet er ein bisschen zu sehr nach außen an. So, 90. Minute läuft. Die Bayern führen immer noch mit 4:0. Man mag sagen, das war der erste souveräne Auftritt in dieser Saison von den Bayern. Und das ist jetzt natürlich frei. Können die diesen Trend jetzt wieder fortsetzen? Oder war das vielleicht nur eine Eintagsfliege? So. Radetzky noch einmal einen Ball zu Ghoulam. Und das war's. Also die Bayern mit dem ersten souveränen Auftritt in dieser Saison zu Hause gegen Leverkusen. 4:0. Ja, die Bayern einfach eiskalt heute mal wieder. Und ja, mit dem ersten, wie gesagt, überzeugendem Spiel in dieser Saison. Und auch er, Thomas Müller, ein Tor gemacht. Und so wie es aussieht, auch Man of the Match geworden. Trotz seines Kurzeinsatzes eine gute Leistung von Thomas Müller und die Bayern, ja, 4:0. Coman, Sané, Choupo-Moting und Thomas Müller die Torschützen. Nullmal heute Lewandowski. Dafür haben es die anderen Kollegen dann gemacht. So, ja, chancenmäßig waren wir gut. Und bester Spieler heute. Ne, Choupo-Moting, so wie es aussieht. Wobei der keinen gelben Ball hat, verstehe ich jetzt nicht. Sané Coman auch stark, Müller auch gut. Hinten in der Abwehr auch gute Noten. Wobei Upamecano, glaube ich, eine bessere Note gegeben hat. Aber Davies eine 8,0 ist stark. Gut, ich mache mal ganz kurz das Interview. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur Tabelle. So, und da wären wir auch schon bei der Tabelle nach dem dritten Spieltag. Ich sehe aber gerade, Hoffenheims Spiel steht noch aus. Hoffenheim muss gegen... Ich schaue mal ganz kurz auf die Spiele. Hoffenheim muss gegen Gladbach ran und Wolfsburg gegen Leipzig. Aber trotzdem, die Bayern ziehen schon mal vor, zumindest zwischenzeitlich auf Platz 2, bleiben hinter Dortmund, denn die haben ja das dritte Spiel gewonnen, diesmal in Hamburg. Schalke überraschenderweise auf Platz 3, also das ist ein krasser Start für Schalke. Hoffenheim könnte natürlich wieder auf Platz 1 ziehen, wenn sie ihr Spiel gegen Gladbach gewinnen und ja, dann geht es so runter. Wie gesagt, also wir sind sehr früh in der Tabelle, aber was schon mal auffällt, ja, der HSV ist letzter, Leipzig vorletzter, Gladbach auch nur ein Punkt. Naja, ist nicht das Rosige vom Mai, aber wie gesagt, es sind drei Spieltage, da geht noch so viel in dieser Saison. Gut, ich bedanke mich jetzt einmal herzlich fürs Zuschauen bei euch und morgen gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Transfermarkt eventuell. Und dann das nächste Topspiel und zwar geht es dann gegen Dortmund. Da freue ich mich sehr drauf und ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bleibt am Ball, ciao.